So sahen unsere YouTuber in ihren ersten Videos aus. Fangen wir doch gleich mal mit einem Klassiker an, und zwar mit Monte 2013 beim Null Bock mehr, Null Bock haben. Ich hab keinen Null Bock mehr, Null Bock. Ich werd gespawnt und bin tot. Papa Platte war 2012 schon am Zitronenkonzentrat trinken. In seinem Stream sah er so aus. 2016 sahen wir Reef zum ersten Mal. Damals mit ein bisschen mehr Dialekt. Es ist schon Viertel nach vier und deswegen ist es sogar schon recht spät. 2013 sahen wir zum ersten Mal Revinzeit. Ende 2012 zeigte sich auch Unge zum ersten Mal. Vor 11 Jahren hatte Hand of Blood sein Debüt. Bei Drachenlord war es richtig schwer, was zu finden. Sein ältestes Zeug kommt aber so aus 2012. Genauso schwierig war es, von Tuddle Zeugs zu finden. Ich musste da auf irgendwelche komischen Server, weil irgendein Dude die Videos hochgeladen hat. Ich habe mich gefühlt wie fucking Hackerman. Jedenfalls, das hier ist sein erstes Video mit What the Fact. 2006 standen Moody und Simon für Game One vor der Kamera. Und ja, sie waren davor schon bei Giga Games zu sehen. Es ging halt jetzt gerade halt um Game One. Aber apropos Giga Games. Etienne von unter anderem Rocket Beans, ich muss ihn hier kurz zeigen, damit ihr so einen Vorher-Nachher-Effekt habt, sah im Jahr 2000 so aus. Und damit sich hier einige richtig alt fühlen, ja, er hat für sein Haargel noch mit D-Mark bezahlt. 16 Jahre später war Trimax das erste Mal beim Clash Royale spielen zu sehen. Lass nochmal kurz zurück zum Fernsehen, denn nur wenige können sagen, dass sie ihr erstes Mal vor der Kamera, okay, das klingt falsch, im fucking Fernsehen zum ersten Mal zu sehen waren. So, das ist jedenfalls Knossi. Oder uns eher bekannt als Jens Heinz Richard Knossaller. Ist ja klar. Haben wir Hurensöhne heute im Chat? Sind welche da? Jedenfalls war er in den frühen 2000ern in so ziemlich jeder Richtershow dabei. Gib dir mal den Drip. Bleiben wir bei Drip. Inscope 21 bedankte sich 2010 für 1000 Abonnenten, 2011 für 10.000. 2014 traute sich dann auch Sascha vor die Kamera. Junge, der Boy sieht genau gleich aus. Was ist da los? Ende 2012 zeigte uns Bibi, wie man Haare an der Kopfhaut flechten kann. Nochmal 2 Jahre früher, also 2010, nahm uns LeFloid mit durch die Straßen Berlins. Der jetzt 46-jährige Gronkh war 2010 33 Jahre alt, als er mit Sarazar für Play Massive auf der Roleplay Convention war. Tanzverbots erstes Video war Ich will existent bleiben und ja, also bis jetzt macht er ja schon einen sehr guten Job. An Weihnachten 2012 sahen wir Paluten das erste Mal. Elotrix zeigte sich 2014 in diesem legendären Video. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier und so. Der 17-jährige Luca sah 2013 so aus, der kleine Puppi. Julian Bam tanzte schon vor 12 Jahren auf YouTube rum. Pete's Meet 2012 auf der Gamescom. Das älteste Video von Phil Laude bzw. White Titty ist von 2009 und ist todescringe. Hell yeah. Keine Ahnung, wann das erste Video rauskam. Ich weiß nur, dass das Video vor diesem Video gelöscht wurde, weil sie geblackfaced haben. Lul. Iblali hatte sein Face-Reveal Anfang 2011. Domtendo zeigte sich 2010 mit einer Banane auf dem Kopf. Und Apecrime hatte 2011 ihr Debüt. Alexi Bexi zeigte sich vor 15 Jahren das erste Mal. Und die Legende, die Mama des deutschen YouTubes. Kann ich das sagen eigentlich? Geht schon, oder? Fucking Cold Mirror. 2006, 1 Jahr nachdem YouTube gegründet wurde. Das ist einfach 17 Jahre her. Ich glaube, wir haben Zuschauer hier, die jünger sind. Ich hoffe, man erkennt überhaupt was. Das Video hier, das sind zum Beispiel 240p. Das ist schon frech. Falls ihr bis zum Schluss geguckt habt, ihr seid doch Ehrenbrüder und Ehrenschwestern. Bussi aufs Bauchi. Gerne subscriben oder auch nicht. Tschüss.